Dritter. Also, ja. Ich sag mal so. Oder so ähnlich sah es in den vergangenen Tagen in vielen Büros aus. Da wurde eifrig trainiert und zwar für den dritten offiziellen Business Kick. Ja, heute, da treten dann 32 dieser Kollegenmannschaften an. Ich sag mal 2-0. Du bist ein Wettkampftyp, oder? Training sah anders aus. Ja, Kicker so, sage ich nur. Sag mal, jetzt ist der Ball bei dir. Also jedenfalls 32 Teams, die treten im Zollernhof unter den Linden gegeneinander an. Und wir sind ja nicht doof. Wir haben mal unseren Außenreporter Roman Gartow dahin geschickt. Ja, Anschlusstreffer. Roman, ich habe ihm eins geschenkt. Wie wären unsere Chancen so insgesamt als ZIP-Team bei denen, wo du jetzt da so bist? Also ich fand, das sah schon mal ganz gut aus, was ihr da gemacht habt. Ich glaube, Britta, wenn du noch ein bisschen an deinem Passspiel arbeitest und Uwe an seinem Ballgefühl, dann müsste das auch klappen, also noch ein Jahr üben. Und dann könnte dabei sein beim Business Kick. Die Teams, die sich hier heute angemeldet haben, die haben jedenfalls trainiert, manche sogar sehr intensiv. 30 Teams sind dabei, darunter große Berliner Firmen wie Porsche Design, das Pharmaunternehmen Pfizer ist dabei und die Landesbausparkasse. Und es wird im Grunde genommen gespielt wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Es gibt eine Vorrunde, Viertelfinale, Viertelfinale und der Sieger, der bekommt einen nagelneuen Kickertisch fürs Büro. Und hier an diesem Tisch, da spielt die Firma Motor Talk gegen das Team von Reach Local. Wie läuft's denn, Sören? Ja, 3-2 für uns im Moment, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und gleich passiert ein Tor. Also fast schon auf Gewinnerkurs. Was seid ihr für eine Firma, Reach Local? Wir machen Online-Marketing für kleine Mittelständler. Vor allem für Unternehmen, die Anrufe brauchen, also wirklich Dringlichkeit erzeugen. Wie intensiv habt ihr trainiert? Ja, immer zur Mittagspause, Nachtisch weglassen und eine Runde Kicker spielen. Ne? Macht was für die Figur und auch noch was für die Arme. Ja, also dann viel Erfolg beim Danke. Kampf um den Kickerpokal. Ja, und wer sich hier noch richtig verbessern will, also wer es zwar schon gut kann, aber doch ein paar Tricks lernen kann, der darf hier Nachhilfe nehmen, denn hier ist auch der deutsche Meister im Fußballspielen, im Tischfußballspielen. Die Stangen müssen gut geschmiert sein, damit die Tricks auch wirklich funktionieren. Johannes Kirsch verrät uns die wichtigsten Schüsse. Der Zier. Beim Zier liegt der Ball direkt unter der Stange neben der Figur. Der Ball wird langsam angezogen. Figur überholt den Ball und drückt ihn dann mit einer rückschnalzenden Bewegung ins Tor hinein. Der Jet. Der Ball wird eingeklemmt zwischen Figur und Spielfeld. Nur die Handhaltung wandert jetzt mehr ans Handgelenk. Es fehlt die Ausholbewegung und wir gehen direkt in die Schussbewegung über. Und noch ein Trickschuss, der Slingshot. Mit ihm wird der Ball über die Bande gespielt und wenn er direkt von der Bande abtropft, in die kurze Ecke geschoben. Richtig interessant. Ja, also ganz einfach, wenn man es richtig gut kann. Johannes Kirsch ist auch der Erfinder des Business Kick. Und hier geht es ja nicht nur ums Tischfußballspielen, sondern auch darum, dass sich die Firmen untereinander vernetzen, ins Gespräch kommen. Warum denn das? Netzwerken ist immer gut, oder? Hast du andere Meinung? Nee, auf jeden Fall. Also wir sehen hier zum Beispiel Porsche und da drüben die LBS. Also der nächste Firmenwagen wird ein Porsche. Vielleicht unterhalten sie sich dann irgendwann. Ja, natürlich. Genau das ist im Prinzip der Hintergrund, dass die Leute kommunizieren und auf dem Weg des Kickerns ist es super. Warum eignet sich denn Tischfußball da so besonders gut? Wir haben in Deutschland ist das Kickern sehr, sehr populär. Also fast jeder hat einfach schon mal am Kicker gestanden und die Kommunikation am Kicker ist meist so einfach, dass die Leute einfach hier, die wechseln vom Sie zum Du und kommen hier einfach super ins Gespräch. Und warum Kickern? Natürlich, wir kommen aus dem Kickerbereich. Ja. Und zack, hat man eine Kooperation. Vielen Dank. Mal gucken, ob das so einfach funktioniert. Axel Springer. Genau. Ja, mit wem wollt ihr heute so Abend ins Gespräch kommen oder habt ihr vielleicht schon eine Kooperation abgeschlossen? Ich glaube, wir kommen ganz, ganz dringend mit unseren Kreativpartnern hier im Gespräch am Tisch, mit unseren Gegnern. Was wir machen, wir implementieren Internet-Sites für Axel Springer. Das erste Mal, dass Axel Springer sowas tut. Und was wir nicht können, ist kreativ sein. Und das ist an sich ganz spannend, mal hier mit unseren Gegnern ins Gespräch zu kommen. So lernt man sich beim Tischfußballspielen kennen. Ganz vielen Dank. Und für ganz Mutige, die können sich heute hier auch einer ganz besonderen Herausforderung stellen. Sie können nämlich gegen die Weltmeisterin im Tischfußball antreten. Habe ich heute Nachmittag schon gemacht, war ein Riesenerfolg. Es ist das Duell der Giganten. Longshot Lilly, deutsche Meisterin und mehrfache Weltmeisterin im Tischfußball gegen mich. Mehrfacher Meister im, also jedenfalls nicht Tischfußball. Zu Beginn scheint alles möglich.
Aber Longshot Lilly hat vor, kurzen Prozess zu machen. Sehr gute Abwehr. Niederlagen sind einfach nicht ihr Ding. Ich zeig dir, wie es geht. Okay, bin gespannt. Gut gespielt. Ja, das war mal ein kürzestes Tischfußballspiel. Aber Lilly, ich glaube, es geht jedem so, der heute gegen dich antritt. Länger als eine Minute wird das Spiel nicht dauern, oder? Schauen wir mal. Also wenn jemand dabei ist, der ein bisschen spielen kann, ein bisschen mehr als du, entschuldige bitte, ich will dir nicht zu nahe treten, aber dann kann das durchaus mal länger dauern. Aber ich hoffe, dass ich meiner Linie treu bleibe und auf jeden Fall nicht verlieren werde. Was ich nie so richtig verstanden habe, du hast das alles so schnell gemacht, du hattest das alles schon intus, die Bewegungen, die Griffe. Ist denn jetzt Tischfußballspielen eher Kopfsache oder Gefühlssache? Es ist vieles von beidem. Also es ist zum Teil auch eine Gefühlssache. Also man trifft viele Entscheidungen aus dem Bauch heraus, aber man muss eben auch viel mit dem Kopf dabei sein. Also ich sag mal, wenn zwei Gegner von der Technik her auf einem gleichen Niveau sind, dann entscheidet am Ende, wer halt den kühleren Kopf hat und wer die cleveren Entscheidungen trifft. Okay, also ganz vielen Dank. Und wer möchte, der kann sich heute Abend ja auch am Speedkicker trainieren und testen. Da kommt es ja auf die Schussgeschwindigkeit drauf an. 40 ist normal, also für jemanden, der es drauf hat. Und 8,4. Na, immerhin, ich glaube, ich schließe mich eurer Trainingsgruppe an fürs nächste Kicker-Event hier.